Hallo und herzlich willkommen zu The Infected. Wir sind am Tag 49, 4.11 Uhr. Ich bin ein bisschen früh dran. Aber wie heißt so schön, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und naja, ihr wisst ja, wie das ist hier. Haben wir das gleich mal erledigt. Tut mir leid. Na, hier kommen wir nicht mehr raus, ne? Nee. Da muss ich hacken. So, komm, mach los. Okilidokili. So, einmal Speer in die Hand. Ja, den hätte ich nochmal zu Hause reparieren können, da habe ich jetzt leider nicht dran gedacht, wo ich zu Hause war und übernachtet habe. What? Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Okay, dann hat er jetzt den Brüller losgelassen. Haben wir vielleicht von uns nicht gehört. Gut, macht nichts. Ja, ich habe zu Hause nochmal die Extraktoren geleert. Da waren nochmal ein paar Eisenbrocken und so drin. Die habe ich nochmal mit eingeladen. Und die werden wir nochmal mit verkaufen. So. Da haben wir, seht ihr? Da haben wir zum Beispiel unsere... Ne, haben wir nicht. Das sind die anderen. Da muss ich trotzdem mal gucken, dass ich davon wieder ein paar bekomme. Die habe ich mitverkauft. Nein. Wollen wir mal hoffen, dass wir da keine Blutung haben oder so? Das wäre blöd. Ja. Müsste man doch wieder die Tür zu machen, ne? Ja, wir gehen das jetzt mal ein, das Risiko. So. Dann können wir hochgehen. Den haben wir noch. Ja, Eier sind immer super, ne? Ist ein Talerchen. Ist ein richtig schönes Talerchen. Mhm. Ja, und ich loote eben jetzt hier so, weil wir einfach da sinnzweckmäßiger an unserem Farmgebäude, also hier Händlergebäude sind. Und warum soll ich dann woanders looten? Ich glaube, hier sind wir erstmal durch. Mhm. Ja, dann mache ich hier weiter. So. Da haben wir noch ein paar Kisten, sonstiges. Da können wir auch gleich mal was rauswerfen. Ja, schade leider, ne? Schöne Sachen drin, aber wir haben ja gesagt, wir machen es trotzdem. Und ich werde es auch dann, wie gesagt, nächstes Jahr, falls das bei demselben Spielkonzept hier bleibt, selber herstellen ist einfach schöner. Ja, das dauert dann alles ein bisschen länger und vielleicht mache ich aber trotzdem von Anfang an immer so einen Zwischentag, ne? Ich glaube, dass sich das lohnt, da kann ich in Ruhe Holz hacken. Es ist zwar immer eine Stunde extra Zeit, aber es lohnt sich bestimmt. So, das sind die fünf Dinge, die wir eigentlich immer raushauen, die nichts bringen. Jetzt würde ich gerne nochmal schauen, habe ich ein paar Dings eingenommen? Hier haben wir ein paar, siehst du. Sehr gut, die kommen dahin. Da siehst du, da haben wir schon mal wieder zwei. Mhm, mhm. So, ich gehe mal hier gucken. Ich gehe mal gucken, wenn hier keiner guckt. Ja, auch schön. So, ich habe ja immer noch das Essen dabei, ne? Aber wir können natürlich auch mal was davon nehmen. Dafür haben wir es ja da. Ich würde eben nur nicht unbedingt das Wertvolle hier verschnurpseln, wie die Eier zum Beispiel. Die sind echt gut. Warum liegen die Holzstämme? Ach, hier, weil ich gewendet habe. Genau. Siehst du? Das hat alles einen tiefen Sinn. Das hat schon Heinz Rühmann gesagt. Einen seiner Filme. So, können wir noch laufen? Ja, wir sind aber knapp an der Überfüllung. Ich würde mal ganz kurz ausladen, solange hier keiner guckt. Machen wir das genauso. So, ja, dann mache ich hier unten gleich mal das Zeug rein, was wichtig ist, mehr oder weniger. Hm, machen wir mal so. Dann hier jetzt den ganzen Kleinkram. Ne, warte mal, nicht das. Den Kleinkram hier. Alles, was so ein bisschen stackt. Jawohl. Das stackt auch nicht. Und so, das können wir auch noch mit rein tun. So, und hier oben kommen Erze und so ein Zeug rein. Ja, Kohle ist auch nicht viel wert, aber wenn wir Platz haben, warum soll man es nicht mitnehmen, ne? Oh, da waren wieder kleine Mini-Verbandskästen.
Können wir vielleicht auch nochmal halbieren. So, den hat man schon. Gehen wir hier nochmal rein. Und dann sind wir nämlich hier schon durch und es ist zwar noch dunkel, aber wir haben ja unsere Lampe. Ich glaube, das ist okay so, ne? Ja, dü-dü-dü. Muss aber auch sagen, irgendwann zieht es sich hier in dem Spiel, finde ich. Weiß auch nicht. Wie geht denn... Also gut, ihr macht ja vielleicht nicht Let's Play oder so. Spielt das für euch, da ist euch das relativ... Da achtet man auch nicht so auf die Zeit, aber ich habe manchmal so den Eindruck, ab einer gewissen Zeit, dann zieht es sich nur noch unnötig irgendwie. Weiß auch nicht, vielleicht ist es auch nur Empfinden. Ne, das ist die falsche Richtung. Das haben wir alles, ja. Da können wir eigentlich uns schon ans nächste machen. Das kann rein, das kann rein, das, 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 das. Hier kommen die kleinen Dinge. Ja, das kann raus. Und hier kommt das rein. Das kann auch noch hier rein, ne? Genau. Ja, da gebe ich mal Gas. Ne, fahren wir zum nächsten. Kleines Örtchen, Örtchen. Was sind's? Drei Gebäude oder so? Aber es muss ja auch nicht immer so riesig sein. Was natürlich auch cool wäre. Ich weiß bloß nicht, wie das hier vereinbar ist. Wenn es mal so eine größere Stadt gäbe. Aber das sind auch, glaube ich, die Gegner hier, die falschen. Hier mit ihren Zaubertricks und so. Und mit ihren Bewegungen, weiß ich nicht, wenn du da auf 10, 15 solche von den Typen hier triffst, ist das, glaube ich, keine schöne Sache. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich momentan auf No One Survived, neue Karte. Ich habe es moderat eingestellt, alles. Wir fangen natürlich mit nichts an und werden uns dann mal dementsprechend hocharbeiten. Müssen wir mal gucken, ne? So, ich nehme mal den Speer, für alle Fälle. Das nehme ich auch mit. Wunderbar. Momentan habe ich natürlich sehr vieles auf dem Programm laufen und eigentlich wollte ich im Oktober was anderes weitermachen. Habe ich momentan gar keinen Sendeplatz. Dann kommt jedes Projekt zweimal die Woche oder so. Und dann müssen wir es essen, wenn es nicht reinpasst. Ja. Weiß nicht, ob das dann so prickelnd ist. Aber das eine oder andere wird mit der Zeit auch wieder auslaufen, also von daher... Irgendwo ist immer Platz, ne? So, das kann, das kann, das kann. Das sind hier die kleinen Dinge, die kommen darüber. Mhm. Warte mal, was ist das hier? Ich muss ja wohl stark bitten, ja? Genauso wie das hier. So, das haben wir auch. Da haben wir das. Und ich würde vielleicht nochmal eine Kiste mit Lebensmitteln machen. Ich glaube, das sind wir jetzt gerade auch voll. So. Sehr schön. Fahren wir noch ein Stück ran. What? Wie hast du mich denn gesehen, sag mal? Zum Glück hat er noch geschrien. Jetzt denkst du dir, oh, ich sehe Sterne, wo kommt denn das her? Und dann kloppt er von hinten hier den Weichmeier breit, ne? Oh. Guck mal, wenn ich jetzt in dem Situation das Schild nehme, hat es für mich ehrlich gesagt keinen Sinn. Warum nicht? Weil... Tja... Was soll ich denn da mit dem Schild? Der kommt ja... Da macht er seine Angriffe und ich schalte ihn aber nicht aus. Ne? Also es ist immer... Man muss gucken da mit dem Schild. Oft macht es eigentlich keinen Sinn, finde ich zumindest. Weiß nicht, vielleicht habt ihr da auch ein Kampfmuster entdeckt, was ihr dann ausnutzt. Der kommt erst an, da kannst du schon mal zuschlagen, dann nimmst du den Schild hoch. Dann schlägt er zweimal zu, dann kannst du wieder runtergehen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist mir aber eigentlich auch relativ, weil dafür habe ich meine Sunny-Packs hier. Also das Schild ist, ja, wenn der mal schießt oder so, wenn du siehst, er hebt einen Arm oder so, dann kannst du das mal hochnehmen. Dann ist die Chance groß, dass du nicht getroffen wirst. Aber prinzipiell. So, nehmen wir mal einmal. Wo sind wir hier? Sind wir fertig, ne? Ja, komm. Die Sonne ist aufgegangen, Zeit fürs Frühstück. Auf geht's.
So, jetzt muss ich mal gucken. Wir müssen da lang, ja. Also ich fahre hier nicht quer ein über die Prärie aus dem einfachen Grund. Wir haben... wartet mal. Ich habe da so eine Vorahnung. Ihr wisst ja. Oh. So, speichern. Ne? Dann können wir nämlich hier zurückspringen an dem Punkt. Und dann dort weitermachen, falls jetzt was sein sollte. Das habe ich mir auch überlegt. Möglichkeit B ist, ihr speichert, loggt euch aus und geht in dem Baumodus, wo ihr frei bauen könnt, zurück. Setzt euch hier ein Schild für das Territorium, dann setzt euch die Garage drauf, ruft euer Auto zurück, aber ich weiß es eben nicht mehr, wie es jetzt ist. Ich habe es lange nicht mehr benutzt. Ich kann euch nicht sagen, ob das Inventar, ob die Kisten da noch gefüllt sind. Ne? Das weiß ich nicht. Und dann müsste es rein theoretisch funktionieren. Dann auch wieder abreißen, Schild wegmachen und euer Auto ist erstmal gerettet. Dann auslocken und im normalen Modus wieder starten, ohne dass ihr freies Bauen habt. So kann es funktionieren. Ja, so, Aufnahme läuft auch, das ist sehr gut. Dann habe ich heute in 4,5 Stunden haben wir dann 2 Aufnahmen hinbekommen. Ist doch toll. Das freut jeden. So, hier kommen die kleinen Sachen rein. Dann machen wir das mal. Steinkern raus, Steinkern raus. Alles andere bleibt. Seht mal, wir haben mal wieder kräftig gesammelt. Schöne Sache. Was ich eigentlich nicht haben wollte, war das hier, ne? Das kommt oben hin. Hilfe! Ja, ja. Komm mal her hier. Gib gleich mal hier mit der großen Kelle. Das ist so, wenn du vor der Eingangstür parkst, ne? Hier ist absolutes Parkverbot, steht ja auch da. Ja, kleiner Scherz am Rande. So, was machen wir hier noch rein? Ziegel haben wir noch? Hm. Genau, hier kommen die Dinger rein, siehst du? Da kann ich auch das mal reintun. Ja, das können wir damit reintun. Und ist hier noch einer? Hallo? Was haben wir denn hier noch? Ah ja. Komm, da hauen wir das hier mit rein. Wo habe ich denn jetzt die Knochen? Hier. Okay. Okay, gut. Dann gehen wir mal. Ja, so viele springen ja sowieso nicht rum. Der ein oder zwei, die hier rumspringen, die sind auch schnell weggemacht. Ja, das sind hier die neuen Häuser, wer es nicht kennt. Die sind echt prickelnd. Schön gemacht. Vielleicht noch ein bisschen leer, aber auch das Bettgestell hier ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, da wohnte mal jemand drin oder so. Naja, aber für den Moment ein Anfang. Also wie gesagt, das Spiel hat auch wahnsinnig viel Potenzial, aber ich glaube, man schustert immer am falschen Problem, denn die Karte ist ja nicht das Problem. Sondern andere Dinge, ne? Auto müsste mal gefixt werden. Mehr Sachen, was man hier drin machen kann, ne? Gut, dass die neuen Wambis war auch eine schöne Sache irgendwie. Die Karte ist auch toll, kannst du nicht meckern, ne? Ist mal was Erfrischendes. Aber, naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht so richtig, irgendwas fehlt mir halt. Oder man macht sich vielleicht wirklich etwas schwieriger und dieses ganze Looten hier im Dorf, ne? Ist ja auch so ein Punkt. Ja. Eine Treppe gab es nicht nach oben, okay. Da waren wir. So, Steine raus. Haben wir.
Müsste alles okay sein. Wie sieht es hier aus? Hier ist auch alles voll. Das hat man schon. Subi! Da haben wir das erstmal. Schwirrt hier noch einer rum? Nee. So, dann kommt das rein. Das, das, das. Und das. Hier kommen die kleinen Sachen jetzt rein. Mhm. Sehr gut. Gut, wo sind wir jetzt? Wie liegt man in der Zeit? Wir haben noch eine Viertelstunde. Wir könnten rein theoretisch noch ein Dorf machen, ne? Welches können wir denn noch machen? Das da oben, macht das Sinn oder lieber das hier hinten? Das andere sind dann ziemlich weite Strecken, ne? Ich würde mal hier hinterfahren, das noch machen. Das sind noch ein paar Häuser. Das war ja dort alles direkt an der Straße. Und dann haben wir auch die halbe Stunde voll. Wir fahren bloß ein bisschen vorsichtig. Vorsichtig, habe ich gesagt. Hallo. Also die Bremse nehme ich nicht mehr. Die Bremse ist hier... Nee. Dann nehme ich lieber einen Rückwärtsgang. Das ist genauso bescheiden, aber es ist für mich effektiver. Es blockiert nicht so. Es gibt mal kurz eine Motordrosselung und dann ist es das. Ja, dann fahren wir dort noch hin, holen wir noch das und dann fahren wir zurück und laden aus. Ja, und dann müssen wir mal gucken, was wir mit der Kohle machen. Also, ich würde gerne nochmal eure Meinung haben zu diesen Elite-Läufer oder was das war beim Händler. Ich weiß es nicht, das erste oben für 750, was ja so gut sein soll. Ist es nun weg oder ist es nun nicht weg? Der eine sagt, das ist super, hat sich aber nicht geäußert, ob es weg ist. Und jemand anderes hatte gesagt, das ist dann, wenn du dich ausloggst, ist das weg oder so. Dann ist es ein sinnfreies Perk, sag ich mal. Ne? Brauchst du nicht holen. Sind wir ehrlich. Ja. Alter, Falter. Was sagt mein Speer? Oh, der sagt aber nicht mehr viel Gutes hier. Was sagt denn der Bogen? Der sagt auch nichts Gutes mehr. Leute, Leute. So geht's aber nicht hier. Und hier habe ich bestimmt welche, die sich ewig rumkloppen. Ach, Mann. Müssen wir mal gucken, ob wir hier mehr schleichen müssen. Das hat man, das hat man. Nach oben geht's ja sowieso nicht. Eieieiei. Wo rennst denn du hin? Das würde ich jetzt schon ganz gerne mal wissen. Oh, hier kommen wir gar nicht durch. Ja, das ist ja... Das ist ja eine Hausnummer. Da ist er doch, oder? Oh ne, ist auch noch der Bus, oder? Alter. Friede. Jetzt mache ich hier meinen Speer wegen dem kaputt. Hm. Ach, da gehe ich ein bisschen sammeln. Habe ich mir gerade so überlegt. Der wird mich ja wohl nicht ewig scouten, oder? Also ist mit dem Ausweichmove. Hm. Vielleicht werde ich das aber auch mal anders machen, dass ich die vom Leben her ein bisschen senke. Weil die haben ja 250 Leben vielleicht.
einfach da mal ein bisschen runter gehen. Auf normale 100. Dann sind die nicht nur schneller weggemacht, sondern wir haben am Anfang auch mehr eine Chance und ja, dann können wir die auch ein bisschen rumrammeln lassen an unserer Basis oder was weiß ich, was die da machen. Und dann ist es halt so, ne? So, ich erstmal. Das bringt gerade viel, das ist nicht so schön. Da esse ich das hier. Was bringt denn die eigentlich? 6. Die bringt 6 Talerchen, die Leber. Mhm. Da esse ich die noch hier. Bringt ein bisschen Flüssigkeit. Ich habe schon wieder Leben verloren. Da nehme ich nochmal eins. So, dann gehe ich mal ausladen. Ups, wo sind sie denn? So, was sagt mein Speer? Boah. Das ist bald am Ende. War ich hier schon drin? So, nur muss ich eben mal gucken, da müssen wir eben mit der Axt dran oder so, ne? Vielleicht geht das auch. Na komm. Das kann raus, das kann raus, das kann raus. Weiter geht's. Da waren wir. Hier ist keiner mehr. Würde ich mich gerne mal interessieren, wie die Programmierung ist, wenn ich die jetzt anschieße, die sich verpissen, wann die wiederkommen. So, ich werfe das mal raus, weil ich nicht brauche. Das. Stein, Stein. Fasern haben wir. Brauchen wir nicht. Gut. Ja, wenn es hier also der Notfall sein sollte, ne, dann nehmen wir das Auto. Um uns den Vorteil zu erringen. Knochen, was bringst du? Auch 4. Mal gucken, wenn es das Einzige ist, was wir hier übrig lassen, kehre ich nicht zurück für den.
sind wir voll. Das wiegt ja auch nichts weiter hier. ja. Das wiegt aber viel. Wow, das bringt auch viel. Stoffe bringen auch nicht schlecht, ne? Weißt du was? Ich komme gleich wieder. Ich gehe mal ausladen. Es ist nicht viel, aber... Sieben Federn sind ein paar Mäuse. Wo war ich jetzt drin? Hier? Ja. Komisch, hier ist keiner mehr da, ne? Ja, dann ist das so. Okay. Gut, von meiner Seite aus haben wir alles, würde ich sagen. Machen wir los. Wie sieht das mit dir aus? Aha. Du weigerst dich also mitzukommen. Aha, jetzt nicht mehr. Gut, okay, würde ich sagen, sind wir soweit durch hier. Haben wir nochmal ein bisschen was zusammengegaunert? Fahren wir rüber. Trotzdem schön vorsichtig. Und ihr wisst ja, einmal speichern. Das kann nicht schaden, ne? Vielleicht sollte ich das öfters mal so machen oder eben dann mit dem Bautool mir eine Garage zimmern, dass es funktioniert, aber ich weiß eben nicht, ob ich alles verliere. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob man beim Zurücksetzen den Inhalt verliert. Rein theoretisch sollte es ja, glaube ich, nicht sein. Ich habe das vor langer Zeit mal gemacht. Ich weiß gar nicht, letztes Jahr irgendwann mal. Glaube ich zumindest. Oder es ist noch länger her. Oh, hast du es eilig? Jojo. Vier, sechs, sieben. Na, ihr wisst, was das heißt. 56 Cent. Ich weiß, ich habe auf dem Weg schon einige hier übersehen. Beziehungsweise liegen lassen. Übersehen habe ich sie nicht. Hat aber keine Lust.
Ja, und ich weiß gar nicht, ob das der kleine Lehmklumpen hier links war. Oder ob es der Lehmklumpen hier war. Auf alle Fälle. Irgendeiner von denen. Ja, und dann ging's. Schwuppdiwupps auf den Rücken. War nicht schön. Auf alle Fälle ist es nervig, weil ich ja natürlich mehr aufnehmen will für die Woche. Als kleine Wiedergutmachung, sage ich mal. Für jeden ein bisschen mehr. Ja. Da sind wir schon, ne? Ist das schon unsere... Will ich mal gucken. Na eben. Halleluja. Halleluja. Was ist das hier? Ein Wolf. Komme ich hier rum? Oh cool. Ja, ich weiß. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. So, jetzt. Ach so, habe ich noch was an Lebensmitteln? Ja, dann muss ich auch mal schauen, ne? Warte mal. Der ist aber böse. Der hört gar nicht wieder auf. Bluten wir? Nö. Wie sind unsere Werte? 76, lasse ich mal so. Jetzt haben wir natürlich hier wieder was aufgenommen. Nehme ich mal das raus. Ja, den Pfeil holen wir vielleicht später, vielleicht auch nicht. Ja, waren ziemlich viele Verbände dabei, ne? Habt ihr gesehen? So, das haben wir. Das nehmen wir mit. Da tue ich mal was rein. Ja, dauert halt ein bisschen, ne? Ist auch nicht viel, was es bringt. Veredelt wird es mehr bringen. Aber das ist halt das, was wir gerade haben. So. Ja, wir hätten natürlich jetzt von vorne noch was mitnehmen können. Also für den Rucksack vorne, nicht fürs Lebensmittel. Aber ist auch okay. Nee, die nicht. Ja, da haben wir fast 690. Finde ich, ist eine ganze Menge. Ja, toll.
Der kommt mit einer Aggressivität um die Ecke, ne? Das glaubst du kaum. Und dann fehlt immer nur noch ein Kick, um ihn wegzumachen. Sehr seltsam. Gut, ich glaube, wir sind leer. Und ich würde sagen, das soll es für den Ausflug gewesen sein. Wir werden zurückfahren in die Stadt zu uns, hier ins Dörfchen. Und ich werde erstmal speichern, dass wir das alles so jetzt schön im Kasten haben. Ja, nächste Woche geht es dann weiter mit hier Infected. Müssen wir halt mal gucken. Ne? Es kommt immer so ein bisschen im Wechsel. Ich habe momentan zu viele Projekte. Aber das ist auch die Mischung schön. Somit bin ich nicht gezwungen mehr, weil manchmal hat man eine kleine Blockade, man weiß nicht genau, was man jetzt, wie man jetzt weiterfährt oder wie man es weitermacht oder so. Und das, ja, da hat man ein bisschen Zeit, mal vielleicht nachzudenken oder so. Soll ja auch nicht langweilig sein. Ja, am Ende müsste es sowieso, vielleicht bei mir, so wie ich das mache, ein bisschen besser gemischt sein, ne? Weil ich bin zwei Tage unterwegs, zwei Tage bauen. Vielleicht wäre ein Tag bauen, ein Tag jagen. Ein Tag Händler, keine Ahnung, das eigentlich ist ein bisschen anders auf strukturieren, aber es ist nun mal so, wie es ist. Ne? Ich denke, ihr seid zufrieden und sollte das so sein, sehen wir uns ja gerne wieder. Bedanke mich fürs Zuschauen, werde jetzt gemütlich nach Hause fahren. Wir haben noch ein bisschen Luft von dem Tag und kann ich vielleicht noch was vorbereiten für morgen? Kann ich nochmal in die Mine gehen, ein bisschen Blei holen, dass wir morgen oben weiterbauen könnten? Vielleicht kriegen wir es sogar fertig. Und dann geht es ein bisschen noch in die Inneneinrichtung. Und dann müssen wir nochmal gucken, dass wir doch vielleicht die ein oder andere Spielmechanik nochmal durchgehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock, dass die jetzt nochmal einen Zaun zu bauen, dass die mich jetzt besuchen. Ich denke, wir wissen, wie das funktioniert. Ne? Aber vielleicht gibt es noch was wir noch auf dem Schirm haben. Wenn ihr einen Vorschlag habt, könnt ihr das auch gerne mal reinschreiben. Ja, dann können wir dann mal gucken, wie das ist. Ne? Zeit ist halt immer so eine Sache. Ne? Und ich hatte mir vorgenommen, diese Woche eben drei Projekte jeden Tag zu bringen, unterschiedlichster Art, weil wir eben so viele Updates haben im Oktober. Das ist echt unklar. 7 Spiele oder so sind es mittlerweile, die ein Update haben. Und da sage ich mal hier, dieses kleine Update, wenn das hier von Version 15 auf 16 springt, das ist da noch gar nicht dabei, ne? Weil wir das sowieso als Let's Play haben. Ja, und so ist es. Und da sind wir auch schon zu Hause angekommen. Sieh da, hab ich euch voll gelabert. Und ich gucke trotzdem nochmal rein. Wir sind jetzt hier leer. Ich habe noch ein paar Verbände. Ich habe noch ein paar Medikits. Wir haben, glaube ich, mehr als mal losgefahren sind, aber das ist auch nicht so schlimm. Und für den guten Willen hier. Wo habe ich das jetzt hingetan? Uiuiui. Hallo? Da ist es. Würde ich es einfach mal essen? Und dann macht es schon wieder Bing bei Gesundheit. 102, 102 hat man doch schon, oder? 101? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ist auch egal. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Macht's gut. Ciao, ciao.